Ich bin Theresa. Ich war 5 Monate jetzt in Namibia, in Windhoek, und habe da bei Millie am College of the Arts gearbeitet. Ich bin Vera und ich war bei der Deutschen Welle Akademie in Uganda. Ich bin Caroline und ich war ein Jahr mit der Deutschen Welle Akademie in Namibia, in Windhoek. 9 Monate bei Millie, beim College of the Arts in Katatura, und 3 Monate beim NBC, bei der Namibian Broadcasting Corporation, bei dem deutschen Radiosender. Ich bin Jonas und ich war mit Kulturweit für ein halbes Jahr im Büro der Deutschen Welle Akademie in Yangon in Myanmar. Ich bin Sophie und ich war in Ghana im Deutsche Welle Akademie Büro in Accra und genau, habe da im Büro ein bisschen mitgeholfen. Bei Millie habe ich hauptsächlich Workshops organisiert zum Thema Media Information Literacy. Bin viel in Kontakt gekommen mit vielen Namibiern, mit vielen Einheimischen, hatte die Möglichkeit, in den Norden des Landes zu reisen, konnte die ganzen organisatorischen Abläufe quasi auch in der Praxis erleben, war da eine Woche in Ohangwena im Norden des Landes, und ja, es war halt schön zu sehen, quasi was man im Büro organisiert hat, dann in der Praxis hautnah mitzuerleben. Ich habe beim Projektmanagement unterstützt. Das heißt, dass die DWA Projekte, Workshops organisiert zur Weiterbildung von Journalisten, zur Bekämpfung von Korruption, zur Stärkung der Pressefreiheit. Genau, und das heißt, dass ich viel Kontakt mit PartnerInnen hatte von der Deutschen Welle und ja, eigentlich wir alle gemeinsam am Strang gezogen haben, coole Projekte auf die Beine zu stellen. Ich bin eigentlich selbst Journalist in Deutschland, also habe Journalismus studiert und auch gearbeitet bei verschiedenen Medien. Und es war sehr interessant, jetzt mit Kulturweit in Myanmar bei der Deutschen Welle sozusagen eine neue Perspektive einzunehmen. Also die Perspektive als Medienentwickler im weitesten Sinne, wenn man das so sagen kann. Also eher so einen ganzheitlicheren Blick zu bekommen darauf, wie Medien funktionieren. Mir hat die Arbeit super viel gebracht insofern, dass ich nur mit Namibiern zusammengearbeitet habe, also gar keinen anderen Deutschen. Und da gab es natürlich auch mal Konflikte und Streit, aber es war einfach für den kulturellen Austausch, glaube ich, die beste Einsatzstelle, die man hätte finden können. Ja, ich habe super, super tolle Kollegen gehabt, super viel gelacht und ja, einfach auch nochmal meinen eigenen Blickwinkel geöffnet und verstanden, dass nicht alle Arbeitsprozesse, wie wir die in Deutschland machen, zwingend so perfekt und richtig sind, sondern dass man es auch anders machen kann und so auch funktioniert. Für mich war es sehr interessant, weil ich selber aus dem journalistischen Hintergrund komme, die Perspektive einmal zu wechseln und auch zu sehen, wie wichtig tatsächlich auch die Arbeit der Deutschen Welle Akademie in Uganda war. Es hat mich auf jeden Fall weitergebracht in dem Sinne, dass ich erstmal mich selbst ganz persönlich irgendwie gefühlt komplett auseinandergenommen habe und aufgeworfen habe und mich dann irgendwie so Stück für Stück, je länger ich da war, wieder zusammengefunden habe und ein bisschen wieder zu mir selbst gefunden habe. Und dadurch, dass man halt irgendwie in einem komplett anderen Kontext mal wieder ist und aus seinem deutschen Alltag rausgezogen wird, ja, sich selbst hinterfragt. Ich habe definitiv meinen Blick geöffnet, bin, glaube ich, super offener geworden, sehe Dinge anders, nehme Dinge anders wahr, habe meine eigenen Privilegien auch noch mal super zu schätzen gelernt. Und auch mal zu sehen, dass halt eben nicht alles so selbstverständlich ist, dass wir irgendwie mit absoluter Pressefreiheit leben oder dass halt irgendwie immer alles gut läuft, um es mal ganz pauschal zu sagen, sondern dass es halt auch ganz anders sein kann. Und dass es in Uganda tatsächlich ja, einfach Themen gibt, die schwierig sind anzusprechen, dass Journalisten teilweise verfolgt werden und ja, dass eben auch die Medienabdeckung da nicht unbedingt gegeben ist. Also manche Gebiete Ugandas eigentlich komplett ausgelassen werden würden, wenn es nicht gute Projekte geben würde, die unter anderem von der DWA unterstützt werden. Das Jahr hat mich auf jeden Fall verändert, es hat mich viel offener gemacht, es hat mir aber irgendwie auch noch mal viel persönliche Selbstbestätigung gegeben. Und ja, ich würde es immer wieder machen. Ich habe eine ganz, ganz andere Sicht auf globale Zusammenhänge, auf Ghana, vielleicht auch ein bisschen auf Afrika, dadurch, dass ich auch mal in andere Länder reisen konnte. Es war schon ein ziemlich großer Schritt, nach Uganda zu gehen. Und ich war am Anfang vielleicht noch ein bisschen unsicher. Und allein schon diesen Schritt zu wagen und sich auf etwas komplett Neues einzulassen, finde ich, ist immer eine Bereicherung.
Ich habe kulturell definitiv viel Input bekommen und eben auch Kontakte geschlossen, von denen ich hoffe und gerade noch davon ausgehe, dass sie tatsächlich auch sehr lange halten können. Darüber hinaus war es einfach gut, ein halbes Jahr mal komplett in eine andere Kultur einzutauchen, auch abseits der Arbeit, vor allem dann im Alltag, viele andere Traditionen kennenzulernen, natürlich auch andere Dinge zu essen oder andere Dinge zu tragen und einfach viele Dinge zu tun im Allgemeinen, die ich aus Deutschland nicht gewohnt bin. Ich glaube, es hat mich auch in meiner Berufswahl beeinflusst. Ich war ja auch beim NBC Radio, wie ich gerade schon gesagt habe. Und möchte jetzt erstmal noch mal ein Praktikum beim Radio in Deutschland machen, weil es mir super viel Spaß gemacht hat. Ich hatte eine eigene Live-Sendung, konnte verschiedene namibische Künstler einladen. Ich hatte eine Modedesignerin, hatte die im Live-Interview. Ich hatte verschiedene Afro-Pop-Künstler, Rapper, Musiker. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich konnte die Sendung selber vorbereiten. Genau, ich habe viel gelernt.